wiesen sich früher bei verschiedenen großen Turnieren die Spieler, die Trainer, die Betreuer, die Presse durch die Anhängsel an den Anstecknadeln aus. So wurde dann später der personalisierte Pass mit Passbild gebraucht. Und hier haben wir einen von Farkas Panet, dem Spieler mit dem längsten Ballwechsel, von dem ich erzählt habe, der allerdings nicht nur ein bekannter Spieler war, sondern natürlich auch ein hervorragender Trainer, der eine Vielzahl von Weltmeistern herausgebracht hat. Insbesondere natürlich betreute er die sechsmalige Weltmeisterin Angelika Roseanu, die vor 2 Jahren leider in Israel verstorben war. Und hier haben wir ein paar Pässe von für mich besonderer Bedeutung. Einmal der Pass, der mir ausgestellt wurde, wo zum ersten Mal dann auch Tischtennismuseum steht, von der Europameisterschaft 2009. Und hier 3 Pässe von 3 Weltmeistern. Jan-Ove Waldner, Jürgen Persson und Jean-Philippe Garcia. Hier der Eintrittspass von Panet wieder von der Weltmeisterschaft 1953 in Bukarest. Natürlich gibt es nicht nur das. Für den Sammler gibt es natürlich auch postalische Belege. Im German Open 2010, ein Blue Meter. Ein anderer Stempel vom Men's World Cup 2010 in Magdeburg. Ja, und was haben wir hier? Und was haben wir hier? Ein von DJ Stoney mit Timo Boll erstellter Brief mit der entsprechenden Briefmarke. So, erst einmal Schnitt.